Puh, ich habe ja keine Ahnung, aber wahrscheinlich kann ich da noch gar nicht viel machen. Vermute ich jetzt mal. Aber was ist hier oben so zu finden? Ach, nichts außer ein... Warte, hier ist überall... Wahrscheinlich ist meine Spezialfähigkeit, die ich hier bekomme, irgendwas, was Sachen zertrümmern kann. Bin ich mir fast sicher. So. Gut, dann fliegen wir mal mit dem Flugplattenexpress nach oben. Und nach drüben. Und wir sammeln einfach mal... Nein! Ja, einmal kurz versehentlich in die falsche Richtung gelenkt und schon ist alles vorbei. Gut, dann laufen wir da eben noch nicht hoch oder nicht mehr hoch oder keine Ahnung. Also hier sind wir jetzt wieder. Okay, verstehe. Ich will eigentlich zu dem Schloss hoch. Ah. Hilft mir das etwas? Kann ich jetzt irgendwas in Flammen, in Brand setzen? Hier vielleicht? Nö. Hier auch nicht, okay. So. Okay, ich dachte es mir fast. Juhu! Aber jetzt schauen wir mal, mit dem Honig könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da jetzt hoch kann. Ja, okay, das geht. Das ist mir schon etwas lieberer. Ja, ist, wie wenn ich jetzt hier rollen muss. Vor allem, weil wenn ich hier rollen muss, da werde ich arm. Ja. Okay, weil Honig klebt. Okay, ja, ergibt alles in gewisser Weise einen Sinn. Also in gewisser Weise. Nicht so wirklich hundertprozentig, aber... Das war jetzt doof. Aber gut. Ihr seid ja Kummer gewohnt, genauso wie ich. Was hat's mit diesen ganzen Schneemännern auf sich? Die haben alle irgendwie ihr... Was ist denn das? Ach ja. Ach so, okay. Das ist doof, dann... Also, es bewegt sich nur, solange ich oben stehe. Moment, da muss ich warten bis... Hier, so, oder? Ja. Stimmt, weil dann bewegt sich's natürlich... Ich brauche hier den Stein. Nee, brauche ich gar nicht. So weit blasen die eh nicht, die Dinger. So, da müssen wir genau in der Mitte durch. Boah, das ist ja... Juhu, das Page ist frei. Ich hoffe, ich stehe noch auf der Plattform. Ja, in der Tat, ich stehe sogar wirklich noch da. So, cool. Und das nächste Page gehört mir. Ah, da haben wir schon 14. Ja, es geht ja flott voran. Gefällt mir gut so. Das gefällt mir gut so. So, da drüben ist noch so ein Schneemann. Ja, aber es hilft nichts, wenn die alle ihren Hut verloren haben. Hast du auch deinen Hut verloren? Ah, warum bringt mir denn keiner meinen verlorenen Hut? Ich brauche ja mindestens 10 Hüte, damit ich die alle wieder mit Hutmode ausstatten kann. Das ist ja toll. Na komm, wir probieren den Spaß nochmal. Meine Rollen würde zwar trotzdem schneller gehen im Endeffekt. Zumindest stückchenweise. Ach, da wollte ich rüber. Ja, ich verstehe. Okay. Wollte ich wirklich darüber? Nee, diese Plattform, die bringt mich ja gar nicht darüber. Ja, da muss ich dann nachher nochmal gucken. Egal. So, schön hier Federn einsammeln. Und weiter geht der Spaß. Ach, hey. So, ich würde mal sagen, wir versuchen die vorher mal abzuschießen. Ich dachte es mir fast. Okay, ich brauche wieder Honig. Ah, da drüben ist Honig. Ich sehe gerade. Gut, dann fliegen wir eben darüber und holen uns ein bisschen Honig. Und jetzt nicht nur Honig, sondern auch wieder schön ein paar, ja, von den lustigen Schmetterlingen. Aber weißt du was, ich fliege jetzt schnell darunter und hol... Ja, Kamera, ich hab dich auch lieb. Und hol mal ganz schnell die Federn da drüben, weil die vergesse ich sonst definitiv. Die sehe ich jetzt gerade und nachher ich vergesse die wieder. Da bin ich mir zu 100% sicher. Deshalb ist besser jetzt als später. Also das ist überhaupt nicht merkwürdig. Das ist sowieso so ein Ort, wo wir noch nicht waren. Gut, dann ist ja okay, dass wir hier sind. Hoch da. Oder waren wir da schon mal? Nö. Da ist nur so eine Steinplatte. Was kann ich hier machen? Weiß man nicht so genau. Weiß man wirklich nicht so genau. Na gut, okay. So.
Gut, wir warten auf den freundlichen Lift der Vergeltung. Ja, der heißt so. Für alle, die es nicht wissen. Freundlicher Lift der Vergeltung, hilf uns darüber. Nur nach oben, 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 oben. Ja, wunderbar. So, dann holen wir da drüben nochmal schnell ein Stückchen Honig. Für uns, damit wir hier, ja, schönen Grip haben. Ja, das brauchen wir einfach. Und ein Schmetterling auch gleich mit, damit wir auch schön hier weiterkommen. So. Gut, und schnell hier hoch. Aber zusehen, damit wir ja nicht von diesen lustigen Bienensoldaten irgendwie behindert werden, sage ich mal. Ja, das war jetzt auch, das war ja besonders gut. Das war ja wieder besonders. Ja, super. Gut, ja, das sind die Abenteuer von Yooka-Laylee, ja, Laylee und mir, weil wir sind einfach ganz gut. Moment, da unten sind Federn, die holen wir, weil die finden wir ja sowieso nie wieder sonst. So, ein bisschen nach unten. Ah, da vorne ist der Eisschlüssel, okay. Da gehen wir aber erst später rein. Ich hole mir jetzt nur mal die drei Federn. Ja. Und wisst ihr was? Weil es auch so viel Spaß gemacht hat, werden wir auch hier eine kurze Aufnahmepause machen. Weil, also ich werde eine kurze Aufnahmepause machen, weil es reicht eigentlich schon wieder. Dafür, dass ich eigentlich heute nur ganz kurz machen wollte, haben wir eh schon wieder, glaube ich, eine Stunde oder so beisammen. Also, dann würde ich sagen, bis gleich für euch. Ich guck mal kurz. Oh, guck mal. Ah, lauter Frostschneemänner. Okay. Spielstand anschauen. Wie viel haben wir denn schon? 26 von 145. Ja, da sind wir ja gut unterwegs. Hm, nicht. Na, egal. Gut, auf jeden Fall. Hier Ivory Towers. Ja, toll. Und wo sehen wir eigentlich den Totenschädel, den wir gefunden haben? Wir haben doch auch irgendwo so einen Totenschädel gefunden. Na egal, auf jeden Fall zum Knotenpunkt zurückkehren machen wir und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss, Leute. Danke fürs Zusehen. Ja, zum Knotenpunkt, danke. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Yooka-Laylee in einer neuen Aufnahme. Für mich, für euch ist wahrscheinlich wie üblich keine Zeit vergangen. Aber naja, egal, ich sag das immer wieder dazu. Ganz einfach, weil ich es immer wieder dazu sagen muss, ja. Weil sonst verstehen das gewisse Leute falsch und da ist alles im Eimer, ja. Das ganze, oh, das wollte ich nicht. Das ganze Spiel und Let's Play und überhaupt ist dann im Eimer. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Moment, ich muss mal kurz gucken. Spielstand anschauen. Ivory Towers, Stammblocktropen, Glitzerfrostgletscher. Glitzerfrostgletscher waren wir, ne? Da würde ich sagen, dann gehen wir da auch wieder hin, oder? Weil wir brauchen ins dritte Level gehen wir jetzt noch nicht, sondern, naja, schauen wir mal. So, wie ging das jetzt eigentlich nochmal? Es ist leider schon sehr lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, nämlich 4 Tage oder so. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie das geht mit der Steuerung. Gut, das Schöne ist, wir könnten hier jetzt weitermachen, aber noch nicht, weil ich will zuerst noch hier in der... Oh. Im Glitzerfrostgletscher will ich natürlich weiterhin, weitermachen. Gut, aber eins können wir machen. Oh, Moment, wir machen den mal kaputt. Wenn ihr glaubt, die bisherigen Herausforderungen seien schwierig gewesen, dann wartet nur, bis ihr meine Prognosen für das vierte Spielquartal seht. Aha. Ja, gut, das Tolle ist jetzt, wir können jetzt hier rauf, weil wir haben ja jetzt den Klebehonig und komm, das gönnen wir uns. Das ist okay, so hätte ich gesagt. Juhu! Ein weiteres Pagey gefunden. So. Oh, das wollte ich gar nicht so. Ja, ich bin doof. Ich bin doof. So, das Level ist ja bereits erweitert und rein da. Ja, gut, Ladescreen. Schön, dass wir auch immer so tolle Infos haben, ja. Da, 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 da. So tolle Zitate auch, ja. Ach, auch im Ivory Tower sind okay. Glitzerfrostgletscher.
Ja, würde ich sagen, gehen wir diesmal den richtigen normalen Weg. Der ist nämlich dann da. Ja, weil da sind wir vorhin ja nicht gegangen. Also den richtigen normalen Weg. Was ist schon richtig und normal? Man weiß es nicht so genau. Oh. Okay. Gut, da kommt man so dann eh nicht rüber. Müssen wir sowieso fliegen, wie es aussieht. Fähigkeiten-Check. Ja, ich habe meine Fähigkeiten noch alle drauf. So, der hat eine Polizeiuniform an, das ist gut. So, und snacken, weil ich bin ja schon wieder fast tot. Oder nee, ich müsste wieder voll sein. So, jetzt wart mal kurz. Schön euch zu sehen, Kinder. Wollt ihr euer Tonikum wechseln? Ich will nur mal kurz gucken. Superkarre. Betäube 30 Freunde, um die Freunde. Ja, Freunde. Feinde, um dieses Tonikum freizuschalten. Okay. So, 10 Pages in Ivory Tower. Ja, komm, ich würde sagen, dass gehen wir dann einfach nicht durch, sondern wir sehen ja eh, wenn wir da teilweise so Dinge erhalten. Hallo, Freund. Moment, ich kann ja schon das jetzt. Bringt mir nur nichts. Okay. Hier hoch vielleicht? Hui. Gut, hilft nichts. So, da. Nein, böse Augen. Kann ich damit eigentlich betäuben? Wahrscheinlich schon, oder? So, dann snack mal ein. Okay, gut. Moment, ich muss mal ganz kurz mich sammeln. So, jetzt habe ich mich gesammelt. Oh, Vasen zerstört. Huch. Was war das jetzt? Wieso ist die Vase da? Das verstehe ich nicht ganz. Warum ist die Vase da jetzt liegen geblieben? Ah, hier sind wir jetzt. Nee. Doch. Doch. Klar. Gut, ich glaube, wenn ich Hitze hole, dann werde ich vielleicht ja auch Hitze unempfindlich. Kann das sein? Müssen wir fast mal probieren, ob wir da jetzt durchkommen. Ach, das geht. Okay, wenn ich heiß bin, dann bin ich auch Hitze unempfindlich. Alter, ich bin so heiß. Hallo, Ghostwriterly. So, zack, und die Tür öffnet sich. Ja, schön ist das. Super. Okay, haben wir den auch geholt. Das ist wunderbar. Also eine schöne Welt auch hier. So, ich würde sagen, dann versuchen wir diesmal auf... Moment, kann ich mir eigentlich schon neue Moves... Ich glaube, der hat ja keine neuen Moves mehr für mich. Ah, meine Lieblingskundschaft. Nö, hat nichts. Okay. Wir sehen uns wieder. Vergisst nicht, man kann nie genug Tricks auf Tasche haben. Ja, danke, das weiß ich. Das Gute ist, ich habe auch immer genug Federn jetzt, wie es aussieht. Für die Tricks, weil, na gut, wahrscheinlich werden die schon irgendwann mal wieder teurer. Vermute ich mal. Oh, eine Höhle. Sollten wir da mal reingucken? Gucken wir da mal rein. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Kristalline Höhle. Waren wir da schon mal? Gut, ich betäube ein paar Gegner, ja. Ah, da waren wir. Doch, da waren wir schon mal. Ja, ist eh klar. Oh. Da waren wir schon, weil das haben wir schon eingesammelt. Gab es hier sonst noch was zu holen? Oder vielleicht irgendwas wegschmelzen? Weil da, ich glaube nicht, dass wir den Flammentanz hier umsonst bekommen. Also die Flammenkraft. Huch, was war das jetzt? Ah, Hilfe. Ah, dreh dich nicht komisch, Kamera. Ich bin ganz verwirrt. Ich glaube nicht, dass wir die umsonst bekommen. Schauen wir mal, was wir da hinten so haben. Vielleicht ist da irgendwo noch was Tolles zu finden. Was ich mit dem Flammendingens vielleicht auf... Oh, guck mal. Flammen. Ja, ich weiß, du hast deinen Hut verloren. Ich muss irgendwo Hüte aus dem Ärmel zaubern, habe ich das Gefühl. Ah, Moment mal. Ah, da kommen wir nicht hoch ohne Honig. Wo bekomme ich jetzt Honig her? Habe ich hier irgendwo... Ah, da liegt Honig. Komm, den nehmen wir natürlich mit. Super, und jetzt kommen wir da auch hoch. La 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 la. Ja, da waren wir definitiv noch... Oh mein Gott, Kamera. Da waren wir definitiv noch nicht.
Warum sind hier jetzt... Oh. Wollte ich eigentlich gar nicht. Doch, ich wollte es. Was ist das? Bleib stehen. Hey, du hast eine von uns Energiestrecken gefunden. Wir werden deine Energieleiste vergrößern. Wirklich? Oh, das ist ja amazingly awesome. Amazingly awesome? Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Was, wirklich? Komm mich mal besuchen. Das ist ja cool. Warum habe ich jetzt ein neues Tonikum freigeschaltet? Und wo komme ich da oben eigentlich raus? Das würde mich auch noch interessieren. Komm, Honey. Zum Glück haben wir ja schon sehr viele Fähigkeiten. Mehr oder weniger viele, ja doch. So, hopp, 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 hopp. Hui! Und raus da. Schön, jetzt ist meine Energieleiste länger. Da waren wir hier schon mal. Okay. Achso, ja, jetzt sind wir hier, klar, jetzt sind wir hier da am Anfang. Toll. Klar waren wir da schon mal. Wo komme ich dann da unten hin? Moment. Das muss ich mal kurz probieren. Oh, es laggt ein bisschen. Warum laggt es ein bisschen? Na, hoffentlich läuft im Hintergrund nicht wieder irgend so ein Defragmentierungsprozess oder irgend so ein Blödsinn. Weiß man ja nie. Ach, ey, es laggt wirklich ein bisschen. Hui, okay. So. Gut, jetzt auch. Betäuben und töten. So, dann gehen wir mal da raus. Schauen wir mal, was da so los ist. So, waren wir hier schon mal. Ja, schön, jetzt sind wir hier beim Schloss. Okay, ja, da wollte ich nämlich eh hoch zum Schloss. Ach, die behalte ich, okay. Die Fähigkeiten behalte ich sogar über die Höhlen hinaus. So, die Schneemänner da oben, die sind mir egal. Ich will ins Schloss. So, und ich glaube, da brauche ich aber Honig. Ja, zum Glück ist hier auch Honig gleich da. Honig, stets zu Diensten. Noms. Schlapper? Ja, nicht die... Nicht die Schmetterlinge schlabbern, es hätte ja auch gereicht, wenn du nur den Honig schlabberst, aber naja. So, hier hoch, hoch. Moment, das ist ja trotzdem, trotz alledem, trotz dass wir Honig haben, ist das alles ein bisschen rutschig. Irre ich mich da, sind wir da letztens besser hochgekommen, ich glaube schon, ne? Na egal. So, jetzt ist der Honig wieder aus, ist klar. Müssen wir da drüben nochmal welchen holen. Boah. Hätte ich zu früh losgelassen. So. Und schnell bei den Polizeibienen vorbei. Ja, die haben was gegen mich, habe ich das Gefühl. Dieser Lift, der ist verdächtig. Wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Der fährt nur hier hoch und runter. Komisch. Okay, nein, gut, egal. Ach ey, ernsthaft? Moment. Ich brauche die Federn. Ich meine, so dringend brauche ich sie nicht, aber ich will sie alle sammeln, weil wir wollen ja unbedingt 100% zusammenbringen. So, das war jetzt knapp. So, gut, da drüben ist nix. Glaube ich zumindest, ich weiß nicht, schauen wir mal. Und hoch da. Ich freue mich, wo wir da hinkommen. Oh, eine Flamme, das ist schön. Wer bist du? Ach ja, stimmt, da war ja dieser Schlüssel, genau. Haben wir ja mit diesem Schlüssel, haben wir ja ein neues Gebiet eröffnet. Du. Schlösslein, öffne dich. Bin gespannt. Oh. Isometrischer Palast. Ach, hey. Okay, ich kann die Kamera nicht drehen. Ja. Die ist jetzt hier so fixiert. Jetzt schauen wir mal, was wir da für neue Dingens bekommen haben. Hi, Kind. Seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Jäger, spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Das finde ich gut. Eine hervorragende Wahl. Das ist ein sehr nützliches Tonikum. So,
So, jetzt vibriert und pfeift es die ganze Zeit, weil nützliche Gegenstände in der Nähe sind. So, da komme ich so nicht hoch. Aber das, da waren die Federn auch gemeint. Okay, na gut. Es pfeift schon wieder. Na toll.